Ich möchte dann hier jetzt nochmal die Simulation von dem Sperrwandler betrachten. Zunächst an einer idealen Schaltung, dann an einer realen Schaltung. Das heißt, ich habe hier die Schaltung aufgebaut mit einem idealen Schalter, idealer Diode, unserem magnetischen Bauelement, diesem Speichertransformator mit Primärwicklung und Sekundärwicklung. Wenn wir jetzt in LTSpice das simulieren, müssen wir hier aufpassen. Dort können wir nicht direkt dieses Übersetzungsverhältnis hier 8 zu 1 eingeben, sondern wir geben das ein über die Wurzel aus dem Verhältnis der Induktivität. Der Grund ist, dass diese Induktivitätswerte sich zueinander verhalten wie das Quadrat der Windungszahlen. Wenn wir betrachten, dass diese beiden Wicklungen auf einem gemeinsamen magnetischen Kern sind, dann haben wir mal kennengelernt, es gibt dort den AL-Wert eines magnetischen Kerns bzw. eines magnetischen Kreises und die Induktivität ist dann n Quadrat mal diesen AL-Wert, weil der AL-Wert genau der Wert ist für die Induktivität, wenn wir nur eine Wicklung haben. Das heißt tatsächlich, wenn ich zum Beispiel 10 Windungen drauf mache, kriege ich 100 mal AL für den Induktivitätswert und wenn ich nur eine Wicklung drauf mache, kriege ich bloß einmal AL. Also haben wir bei einem Übersetzungsverhältnis von 10 zu 1 einen Unterschied in den Induktivitätswerten um einen Faktor 100, um das Quadrat dieser Windungszahlen. Und entsprechend gibt man das hier also nicht direkt ein, dieses Übersetzungsverhältnis, sondern wir haben hier zum Beispiel einen Unterschied in den Induktivitätswerten um den Faktor 64. Die sekundärseitige Induktivität ist um Faktor 64 kleiner. Also haben wir ein Übersetzungsverhältnis primär zu sekundär von 8 zu 1. Der Sperrwandler, den wir hier betrachten, ist jetzt ganz grob ausgelegt für den Betrieb an gleichgerichteter Netzspannung. Deswegen hier diese 325 Volt, das entspricht ungefähr Wurzel 2 mal 230 Volt, ist ausgelegt für einen diskontinuierlichen Betriebsmodus. Das heißt, wir werden eine vollständige Abmagnetisierung des Speichertransformators kriegen. Das heißt, wir werden den Schaltzustand haben, wo sowohl Schalter als auch Diode gleichzeitig ausgeschaltet sind. Ich habe hier unten wieder meinen idealen Pulsweitenmodulator als ein Komparator, wo wir hier einen Vergleich haben zwischen dreieckförmigem Trägersignal und einer Steuerspannung und jetzt so grob eingestellt, dass wir 15, 16 Volt kriegen im stationären Zustand. Wollen wir uns das mal in der Simulation angucken, die Spannungsverläufe. Dann habe ich jetzt hier auf der rechten Seite die Spannungsverläufe dargestellt und zwar zunächst ganz oben die Ausgangsspannung UA über diesem Widerstand R1 sehen wir hier 16,2 Volt im Mittelwert ganz grob. Darunter das Steuersignal für den Schalter. Dann die Ströme sowohl durch den Schalter, das heißt die primärseitige Induktivität, als auch durch die Diode, die sekundärseitige Induktivität. Da sehen wir schon, hier springt scheinbar der Strom. Tatsächlich wird so sein, die Ströme verhalten sich zueinander wie das Übersetzungsverhältnis. Wenn ich hier diesen Strom IL2 mit dem Faktor 8 multipliziere, sehen wir tatsächlich in diesem Fall gilt dann wieder die Kontinuität des Stromes. Tatsächlich gilt die Kontinuität eigentlich für diese Ampere-Windung an diesem Transformator. Deswegen wird hier nicht die Energie in dem Transformator springen. Dann haben wir hier wieder diesen klassischen diskontinuierlichen Betriebsmodus. Während der Einschaltphase legen wir an die primärseitige Wicklung die Spannung UE an. Das heißt, wenn wir hier die Spannung an der primärseitigen Wicklung einzeichnen, ist das diese Spannung hier unten. Während der Einschaltphase des Schalters kriegen wir hier gerade die 325 Volt, legen also hier diese positive Spannung an. Während der Ausschaltphase kriegen wir die rüberreflektierte sekundärseitige Spannung. Das heißt, wir sehen hier, wir haben 16,2 Volt in etwa als Mittelwert, haben ein Übersetzungsverhältnis von 8, das heißt 8 mal 16,2 wären dann hier knapp 129,6 Volt. Das heißt, das hier sollten ungefähr minus 130 Volt sein. Schauen wir uns das kurz an. Hier mit dem Cursor gemessen sehen wir hier minus 128 Volt. Passt in etwa an dieser Stelle. Und dann werden wir hier sozusagen für die primärseitige Hauptinduktivität wieder sehen können, diese gleichen Spannungszeitflächen. Das heißt, hier während der Einschaltphase magnetisieren wir auf. Während der Ausschaltphase wird diese Hauptinduktivität abmagnetisiert. Diese Flächen sind gleich. Wir haben hier die 0-Volt-Linie. Ähnlich wie bei den normalen DC-DC-Wandlern, das heißt dort 0 Volt. Und wenn wir jetzt die Schalterspannung betrachten, dann sehen wir hier während der Einschaltphase kriegen wir 0 Volt am Schalter. Während der Ausschaltphase kriegen wir auf die Spannung UE drauf addiert diese reflektierte Spannung UR. Das heißt hier 325 Volt plus diese 130 Volt in etwa. Das heißt, wir werden hier bei circa 455 Volt sein. Wenn jetzt die Diode D1 vollständig abmagnetisiert hat,
werden beide Wicklungen hier spannungslos werden und damit springt dann die Spannung am Schalter auch wieder auf den Wert, dass wir hier nur noch UE kriegen. Und das wären dann ganz grob die Verläufe beim idealen Sperrwandler, wenn wir den in LT-Spice simulieren. Tatsächlich, hier werden wir jetzt sehen, steckt der Teufel im Detail, wenn wir die nicht idealen Effekte mit berücksichtigen. Wollen wir zunächst den ersten reinmachen. Und zwar baue ich jetzt hier eine zusätzliche Streuinduktivität rein. Sagen wir, die ist 1 Mikrohenry groß und wir wollen mal anschauen, was dann passiert. Wir hatten ja schon gesagt, wir brauchen so eine Spannungsbegrenzung. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie sieht das dann hier aus für diese ideale Schaltung, wenn wir keine weiteren Maßnahmen machen. Das heißt, ich habe jetzt dann hier die Simulation für den Fall, dass wir eine Streuinduktivität drin haben. Und wir sehen schon hier, irgendwie die Verläufe haben sich geändert. Zoomen wir da mal rein, um das genauer zu betrachten, was dort passiert beim Ein- und Ausschalten. Zunächst die anderen Verläufe sehen ideal aus und wir sehen hier auf einmal so eine Spannungsspitze, ja, irgendwie 8 Kilovolt oder sonst was. Hier auch an der primärseitigen Wicklung so eine große Spannung. Tatsächlich, diese Spannung wird induziert werden, weil wir hier versuchen, den Stromfluss in dieser Streuinduktivität auf einen Schlag zu Null zu kriegen. In der Realität wird das natürlich nicht so groß sein. Warum wird das nicht so groß sein? Weil wir hier einen Kondensator haben, parallel zum Schalter. Das wird die Ausgangskapazität des realen Schalters sein. Das heißt, wenn wir hier schauen, können wir jetzt zum Beispiel sagen, das wären hier vielleicht 100 Picofarad. Wenn wir jetzt damit simulieren, werden wir gleich sehen, dass die Spannung schon dadurch allein etwas begrenzt sein wird. Dann habe ich das jetzt hier simuliert mit diesem zusätzlichen Kondensator. Was hat sich geändert? Zum einen sehen wir hier an dem Schalter, die Spannung wird jetzt nicht mehr einige Kilovolt sein, sondern wir sehen jetzt hier, die Spannung ist jetzt vielleicht bei 620 Volt. Aber wir haben jetzt hier so ein starkes Schwingen. Einerseits ein hochfrequentes Schwingen und dann hier ein langsames Schwingen. Das möchte ich kurz erklären, woher das kommt. Das heißt, wenn wir hier reinzoomen, sehen wir in beiden Fällen so ein sinusförmiges Schwingen. Hier hochfrequent. Hier etwas niederfrequenter. Das kann man erklären, was die Ursache sind, warum diese Frequenzen unterschiedlich sind. Tatsächlich hier in diesem Bereich, wo wir dieses hochfrequente Schwingen haben, haben wir einen Schwingkreis gebildet aus der Streuinduktivität und diesem Ausgangskondensator. Tauschen die Energie miteinander aus, weil tatsächlich würde er versuchen, diese Induktivität eine sehr starke Spannung zu induzieren. An einem Kondensator kann aber die Spannung nicht schlagartig ansteigen, weil es ein Energiespeicher ist. Das heißt, der Kondensator wird hier den Spannungsanstieg begrenzen. Dadurch wird dann auch die Stromänderung begrenzt werden, die hier in der Induktivität auftaucht. Und wir kriegen dann tatsächlich hin und her pendelnde Energie zwischen dieser Streuinduktivität L1 und diesem Ausgangskondensator. Und dann sehen wir hier dieses zweite Schwingen. Was haben wir da? Dort haben wir bei der idealen Schaltung gesehen, dort springt eigentlich die Schalterspannung von diesem Wert UE plus der reflektierten Spannung auf nur noch den Wert UE an dem Schalter. Tatsächlich auch hier kann wiederum dieser Kondensator keine springende Spannung haben, sondern der wird dann mit der Hauptinduktivität bzw. der Summe dieser Induktivitäten dann einen Schwingkreis bilden und deswegen kriegen wir dort einen deutlich langsameren Verlauf. Wir sehen hier haben wir um Faktor 200 unterschiedliche Induktivitäten und deswegen werden wir, wenn wir jetzt die klassische Schwingungsformel nehmen, würden 1 durch 2 Pi Wurzel LC auch entsprechend stark unterschiedliche Resonanzfrequenzen kriegen. Das erklärt diese Schwingvorgänge. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal gesehen, okay, Streuinduktivität erzeugt hier eine Überspannung. Wenn wir jetzt nur die Streuinduktivität hätten, tatsächlich gegen unendlich. Praktisch haben wir diesen Ausgangskondensator, der begrenzt diese Überspannung etwas, sorgt aber für diese Schwingvorgänge. Und jetzt wollen wir uns angucken, was passiert, wenn ich so ein Spannungsbegrenzernetzwerk dort habe. Das heißt, wir gucken uns jetzt so einen realen Sperrwandler in der Simulation an. Den habe ich jetzt hier dargestellt. Das heißt, ich habe jetzt hier zusätzlich zu unserem Kondensator, diesem Widerstand, auch noch so ein Klemmnetzwerk drin. 10 Kiloohm parallel zu 10 Nanofarad. Und jetzt wollen wir auch das simulieren über diese Diode, was dort passiert. Tatsächlich hatten wir schon gesagt, hier wird die Energie, die die Streuinduktivität liefert, die eigentlich diesen Kondensator auflädt, wird dazu beitragen, um diesen Kondensator C2 aufzuladen. Der ist sehr groß und wird damit dafür sorgen, dass jetzt hier die Spannung nicht sehr stark ansteigt. Das heißt, tatsächlich haben wir gerade gesehen, um die 600 Volt Überspannung oder so, wir werden jetzt sehen, dass diese Spannung deutlich niedriger ausfallen wird, wenn wir das jetzt simulieren. Dann habe ich jetzt hier auf der rechten Seite die Verläufe für dieses RCD-Netzwerk dargestellt. Und jetzt wollen wir uns zunächst mal ein paar Unterschiede uns anschauen. Und das Erste, was wir feststellen, ist, wir haben jetzt hier oben eine niedrigere Spannung als vorher. Vorher waren wir, glaube ich, um die 16 Volt. Jetzt sind wir nur noch um die 15 Volt als Mittelwert für die Ausgangsspannung. Also wenn wir jetzt diese Spannung betrachten, liegt das daran, dass wir jetzt nicht mehr die gesamte Energie, die wir
während der Einschaltphase speichern komplett zum Ausgang rüber, übertragen. Ein Teil der Energie wird jetzt hier in der Streuinduktivität gespeichert und es werden noch zusätzliche Verluste jetzt auftreten durch diesen Zusatzwiderstand, durch dieses Begrenzungsnetzwerk. Deswegen werden wir nicht mehr die gesamte Energie übertragen. Und zum anderen, durch diese zusätzliche Streuinduktivität haben wir jetzt natürlich auch einen geringeren Stromanstieg und damit insgesamt weniger gespeicherte Energie in dieser Hauptinduktivität drin. Jetzt wollen wir das vergleichen zu dem, was wir gerade gesehen haben, ohne dieses Begrenzungsnetzwerk. Wir sehen, wir haben jetzt wieder diese Schwingvorgänge, aber wenn wir das jetzt genau angucken, sehen wir jetzt hier, wir haben jetzt hier kein so starkes Schwingen mehr in diesem Verlauf der Schalterspannung und auch in diesem Diodenstromverlauf nicht mehr. Und wenn wir jetzt auch die Werte uns anschauen, sehen wir hier, die Spannung bleibt jetzt begrenzt auf ca. 460 Volt. Das liegt daran, dass jetzt hier der Kondensator diese Spannung begrenzt. Der wird sich im stationären Zustand auf irgendeinen Spannungswert aufladen. Der hängt davon ab, wie groß jetzt diese Streuinduktivität ist und wird dann dazu führen, dass jetzt hier der Schalter nicht mehr so eine starke Überspannung sieht. Das heißt, wir haben hier schon deutlich begrenzt, nur noch knapp im ersten Moment über die Summe aus reflektierter Spannung plus der Eingangsspannung. Das wären 355 Volt hier, jetzt haben wir 462 Volt. In der Praxis würde man hier vielleicht eine etwas größere Begrenzerspannung zulassen. Das heißt, wir haben jetzt hier schon sehr starke Begrenzung drin. Wir sehen ansonsten die Verläufe ähnlich. Wir haben also hier wieder diese schwingenden Verläufe, hier diese dreieckförmigen Stromverläufe, sehen aber praktisch, okay, durch dieses Klemmnetzwerk wird jetzt hier der Transistor bzw. unser Schalter hier entlastet, sodass wir keine starke Überspannung mehr kriegen. Und wir sehen auch in diesem Beispiel tatsächlich so Schaltnetzteile hier. Speziell auch vielleicht dieser einfache Sperrwandler, wenn man den dann in der Praxis auslegt, sind dann schon einige andere Dinge noch weiter mit zu berücksichtigen, die wir jetzt natürlich nicht alles in dieser Veranstaltung so darstellen können. Das soll bloß mal ein Beispiel sein, wohin das dann noch geht, wenn man da tiefer einsteigt.